jetzt angelaufen die Standardisierungsarbeiten zu HBBTV 2.0. 2.0 soll eine ganz neue Version von HBBTV werden, bei der man dann größere Schritte geht, als nur bei 1.0 irgendwas anzudocken. Wir beschäftigen uns im Grunde mit dem Thema 2.0 schon länger. Wir haben das immer zurückgestellt, solange die noch Aufräumungsarbeiten zu leisten waren für die aktuelle Version des Standards, sind jetzt aber sehr aktiv in das Thema 2.0 eingestiegen. Dazu ist eine neue Arbeitsgruppe aufgemacht worden innerhalb von HBBTV, die Requirements Group, die sich erstmal damit beschäftigt, was will man wirklich drin haben oder erstmal die Frage klärt, bevor man in die technische Spezifikation im Detail geht, was sollen die Kern, die Eckpunkte sein, die in den Standard wirklich rein sollen. Sie sehen daran, dass 68 Mitglieder in dieser Gruppe derzeit mehr oder weniger aktiv sind, aber zumindest hat diese Gruppe so viele Mitglieder, dass da doch ein sehr reges Interesse ist. Es sind sehr viele Firmen, die sich hier einbringen. Sie sehen hier die Liste, das ist aus einem internen System der internen Datenhaltung, deshalb kann ich Ihnen das leider hier nicht alles so eins zu eins zeigen. Sie sehen hier die Liste der Requirements. Es sind 44 Stück, die bisher von den Mitgliedern gesammelt worden sind. Jeder kann ein Papier einbringen, kann beschreiben, was er sich vorstellt, was er gerne hätte in so einer neuen Version 2.0 des Standards. Das sind hier die gesammelten Dokumente, die hier auf einem Server gehostet sind. Es wird derzeit sehr diskutiert, was soll wirklich dann ein einzelnes Feature auch an sich genau sein, also teilweise technische Details schon oder Beschreibungen zu den einzelnen Features, um das wirklich ganz klar zu machen. Und es wird jetzt dann in einer nächsten Phase, die jetzt sehr bald losgeht, dann auch zu Bewertungen kommen. Das heißt, was sind die Prioritäten, was von diesen 44 Features soll tatsächlich in den Standard reinkommen. Wenn das feststeht, was da wirklich reinkommt, dann wird nächstes Jahr die technische Spezifikationsarbeit beginnen und die wird schon etliche Monate dauern. Also wir sind ganz gut, wenn wir gegen Ende des Jahres, nächsten Jahres, dann diesen Standard einigermaßen fertig haben. Ich habe Ihnen hier nur angedeutet einige Punkte, die so typischerweise, weil das war jetzt sehr viel zum Verfahren und eigentlich überhaupt nichts zum Inhalt, ich kann eben auch noch nichts zum Inhalt sagen, weil das derzeit noch in der Sammlungs- und Bewertungsphase sind. Einige heiße Themen, die auch sehr viele Unterstützer haben bei HBBTV, sind das ganze Browserprofil stärker Richtung HTML5 zu entwickeln, Synchronisationsmöglichkeiten zwischen Broadcast und Broadband zu definieren, Möglichkeiten, Mechanismen zu definieren, wie man einen Second Screen, dazu kommen wir dann auch später noch, besser einbinden kann, wie man die Performance besser machen kann, für die Einbindung solcher weiteren Geräte, die man dann in der Hand hält und mit dem Fernseher interagiert. Und ein weiterer Punkt, der definitiv auch auf der Agenda steht, ist Subtitling für Video in allen möglichen Varianten, hauptsächlich mal für Video, das über IP kommt, über MPEG-File-Format. Hier haben wir heute im Moment noch keine besonders gute Lösung, um Untertitel anbieten zu können. Untertitel werden jetzt erstmal wieder wichtiger werden mit verschiedenen, hat regulatorisches Umfeld im Wesentlichen, deswegen das Thema Untertitel derzeit höhere Priorität hat. Und das ist einer der Punkte, wo wir das adressieren innerhalb des Standards. Ich denke, da kann ich Ihnen dann, soll ich sagen, nächstes Jahr im Dezember sicher mehr dazu erzählen zu HBBTV 2.0. Soweit mal ja zu den technischen Weiterentwicklungen, die stattgefunden haben und die jetzt noch anstehen. Ich möchte jetzt kommen auf einen ganz anderen Aspekt, nämlich den der Marktentwicklung von HBBTV, national und international. Hier hat sich immer noch einiges getan, obwohl wir auch schon eigentlich dieses Jahr mit einem ganz guten Ausgangspunkt gestartet sind, hat sich immer noch einiges wieder nach vorne bewegt. Wir haben einige neue Angebote in den Markt bekommen. Hier zum Beispiel das Angebot Clipfish von RTL. Ich mache manche Sachen nur ein bisschen kürzer hier und andere werde ich dann ausführlicher vorstellen. Also hier Clipfish ist neu dazugekommen. Wir haben eine neue, die sehen Sie dann auch noch mal kurz in dem Kontext von Second Screen, neue Mediatheken in der ARD. Das ist die ARD.
Das ist jetzt von das Erste. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Mediatheken, die Mandanten hier sind und die dann alle ähnlich abgedatet sind von ihrem Look and Feel. Viel mehr Grafik, bessere Bedienbarkeit, also neue Varianten der ARD-Mediatheken. Auch der BR ist jetzt mit einer eigenen Mediathek am Start, die ich Ihnen hier kurz zeige, den ersten Screen, wenn man das aufruft. Ein ganz interessantes Angebot kommt hier von der BLM. Wer ist eigentlich Diensteanbieter? Es ist die BLM, oder? Ihr bietet den Dienst an. Ein Angebot, das zumindest von der BLM technisch betreut wird, beziehungsweise von der BMT technisch betreut wird, Entschuldigung. Aber ich glaube, von der BLM kommt dieses Angebot eines Lokal-TV-Portals. Das ist die Idee, HBBTV als Zugangsoption zu weiteren Diensten zu nutzen, ein Portal, das so gebroadcastet wird. Sie können mit Ihrem HBBTV-Gerät auf einen bestimmten Kanal gehen und bekommen dann über diesen Kanal, über eine HBBTV-Anwendung, die dort startet, Zugang zu weiteren Fernsehprogrammen, die teils über Satellit laufen und die auch über IP-Livestreaming dann laufen werden, zumindest. Ich weiß nicht, ob das schon aktiv ist. Also demnächst stimmt, genau, danke. Also ein Zugangsweg, der dann einfach dem Kunden eine Reihe von weiteren Fernsehprogrammen präsentiert. Der Kunde merkt erstmal gar nicht direkt noch, wo die herkommen. Liegen die auf dem Satelliten oder werden die über Internet gestreamt? Zu dem Thema Streamen über Internet passt auch dieses Angebot, das mittlerweile das nur während der Olympiade gezeigt worden ist, das Sie also im Moment nicht mehr sehen können. Das war ein Livestreaming während der Olympischen Spiele, das auch sehr gut angenommen worden ist. Auch eine HBBTV-Anwendung, die, das ist hier angedeutet, über den Red-Button auch startet. Wenn Sie also auf das Erste gegangen sind, dann sehen Sie hier, wenn diese Einblendung kommt mit dem Red-Button, sehen Sie den Vorteil der flexiblen Gestaltung des Red-Buttons. Sie sehen nämlich nicht nur das Übliche, hier Startleiste einblenden, sondern Sie sehen hier gleich noch so ein kleines Icon, das Sie darauf hinweist, dass hier speziell irgendwas zur Olympiade stattfindet. Und wenn man dann den Red-Button drückt, dann kommt man hier in diesen Screen, der hier in der Mitte zu sehen ist, und kann einfach noch eine Reihe von weiteren, das ist die wesentliche Funktion dieser Applikation, eine Reihe, das waren bis zu 6 Livestreams zur Olympiade, Reihe von weiteren Livestreams starten und dann direkt und als Vollbild auf dem Fernsehgerät ansehen. Also, Reihe von neuen Angeboten im Markt, auch eine Reihe von neuen Geräten im Markt. Es sind über das letzte Jahr 10 Hersteller, da muss man etwas vorsichtig sein, es sind 10 Marken dazugekommen. Was ich hier aufgezeichnet habe, sind die Marken, sozusagen die Hersteller aus Sicht des Endkunden. Es sind teilweise andere Hersteller dahinter. Vestel ist zum Beispiel so eine typische Firma, die eine ganze Reihe von Marken hier bedient und die tatsächlich die Fertigung übernimmt. Immerhin, das ist das Bild, das der Endkunde hat. Neu dazukommen, zum Beispiel ganz originell, IKEA ist hier dazugekommen mit einem eigenen Gerät. Bang & Olufsen ist jetzt auch dabei. Was ist sonst noch dazukommen? Hier Xoro ist dazugekommen. Also insgesamt sind es, wie gesagt, 11 Stück, die während des letzten Jahres hier noch dazugekommen ist. Von daher die Unterstützung durch die Gerätehersteller nach wie vor eigentlich sehr gut. Es sind alle großen Marken dabei, Sie werden also hier kaum was vermissen. Hier ein paar Informationen zu der Frage, wie viele Geräte dann letztlich insgesamt im Markt sind. Das ist immer gar nicht so ganz einfach, das festzustellen. Wenn wir uns hier mal auf die GfK verlassen, dann sagt uns die GfK, es sollen dieses Jahr im ganzen deutschen Markt 10 Millionen Fernsehgeräte verkauft werden, insgesamt sollen in 2012 10 Millionen Fernseher verkauft werden. Davon haben angeblich 50% HBBTV, sodass wir dann mit der relativ geringen Zahl, nicht mehr, denke ich, als 1 Million, die wir zu Beginn des Jahres hatten, da kenne ich keine genauen Zahlen, auf vielleicht 5 bis 6 Millionen Geräte kommen, die bis Ende des Jahres im Markt sein sollten. Die GfK hat weiterhin gefragt, wie hoch die Quote der Leute ist, die das tatsächlich auch anschließen.
denn in vielen Geräten ist es einfach mit drin, ist es einfach ein Feature, das mit eingebaut wird, sodass die Leute, wenn die so ein Gerät kaufen, gar nicht unbedingt wissen, was sie da kaufen. Von daher ist eine Anschlussquote von 60% an sich gar nicht so schlecht. Also 60% der Leute stecken das wirklich ans Internet erstmal an, womit wir dann auf 3,3 Millionen Geräte kommen. Da muss man allerdings noch mal ein bisschen wieder was abziehen, insofern als es Hersteller gibt, die den Red Button standardmäßig nicht aktivieren. Das heißt, dass man das gleich ohne weiteres, wenn man das nur ans Netz anschließt, gleich die Applikationen auch starten. So muss das teilweise im Menü erst aktivieren. Von daher gehen auch von diesen 3,3 Millionen Geräten nochmal ein ja letztlich unbekannter Faktor ab. Hier ein Beispiel dafür, wie 7.1 Media, HBB TV, sozusagen im B2B-Bereich wirklich ihren Werbekunden anbietet. Das also hier ein Standard-Feature ist, das hier auf deren Website unter den Werbeprodukten hier TV, Online, Mobile, Teletext, HBB TV als eine eigene Sparte auftritt. Da sind eine ganze Reihe von Informationen hier zu finden darüber, was Sie wirklich dann auch als Werbekunde hier buchen können. Und so sieht man, wie das dann wirklich angenommen wird, so ein Standard, und auch in die Businessmodelle der einzelnen Anbieter mit integriert wird. Sie finden dort auch bei 7.1 Media eine Darstellung, wie deren Messungen den Erfolg zeigen. Und Sie sehen hier nochmal jetzt auch über die letzten Monate doch einen sehr deutlichen Anstieg von Geräten, die im Markt sind. Soweit hier 7.1 Media das für die verschiedenen Programme, Sie sehen hier Sat.1, Pro7, Kabel1, messen kann. Also auch ein ganz erhebliches Wachstum über dieses Jahr. Wenn wir jetzt auf Europa schauen, auch ins europäische Ausland, dann sehen wir, dass es doch schon ziemlich grün ist. Das dunklere Grün, kann man das hier auseinanderhalten, schlecht eigentlich nur. Oh, das geht gar nicht so gut. Ja. Also hier in dem Bereich haben wir eigentlich das dunklere Grün, doch man sieht es eigentlich schon, das dunklere Grün, das sind die Länder, bei denen HBB TV tatsächlich in Betrieb ist. Das hellere Grün zeigt die Länder, die eine Einführung von HBB TV angekündigt haben oder die auch schon Tests fahren. Und Sie sehen, mit einem gelben oder goldenen, je nachdem, Stern markiert, sind die Länder, bei denen sich sozusagen ein Status-Upgrade innerhalb dieses Jahres ergeben hat. Und Sie sehen, das sind auch einige Länder, bei denen es wirklich über dieses Jahr 2012 jetzt noch vorangegangen ist. So viel zu Europa. Auch international ist HBB TV nach wie vor sehr gefragt bei vielen Betreibern von teils von Kabelnetzen, von Satellitennetzen, auch von vielen Broadcastern. Wir haben also nach wie vor, muss ich sagen, reges Interesse, viele Demos, viele Kontakte und ich denke, dass es wirklich gute Chancen gibt, dass dieser Standard letztlich auch außerhalb von Europa Fuß fassen wird. Aber das müssen wir noch ein bisschen reifen lassen. Damit bin ich eigentlich mit dem allgemeinen Überblick soweit auch schon durch und möchte jetzt zu zwei spezielleren Aspekten von HBB TV kommen, beziehungsweise eigentlich von speziellen Anwendungsmöglichkeiten für diesen Standard, was man wirklich damit tun kann. Das sind die zwei Themen HBB TV und Second Screen und das andere ist dann die TV App Gallery.